auf die Straße gehen müssen, um dafür zu kämpfen, dass das umgesetzt wird, was 2010 beschlossen wurde, noch vor einer anderen Regierung, im Zeichen der Atomkraftverlängerung hat man beschlossen, den Anteil der Erneuerbaren bis zum Jahr 2020 deutlich zu steigern, um die Gemüter zu beruhigen und gleichzeitig entsprechende Reduktion der Energieverbräuche, vor allem der Stromverbräuche von 10% bis 2020 auf den Weg zu bringen und Steigerung der Energieeffizienz. Von Stromsparen, von Energieeffizienz ist inzwischen nicht mehr die Rede. Und die Ziele des Ausbaus der erneuerbaren Energien sind von der Großen Koalition deutlich reduziert, nur noch halb so viel, wie das eine schwarz-gelbe Koalition, die von uns in Frage gestellt wurde, damals beschlossen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, das zeigt die Dramatik der Situation, nämlich die Energiewende, sie wird nicht in Frage gestellt, aber sie wird von innen ausgehöhlt. Und es wird vor allem die Bürgerenergiewende von unten bewusst kaputt gemacht, damit die Konzerne weiter ihr Geld verdienen können. Und das ist deshalb so dramatisch, weil alle Erfolge der letzten 10, 15 Jahre auf das Bürgerengagement von unten zurückzuführen sind. Sie haben 1,3 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland installiert. Sie haben 22.000 Windkraftanlagen im Lande finanziert und Tausende von Biogasanlagen. Und deshalb, weil sie erfolgreich sind, soll ihnen der Hahn im wahrsten Sinne des Wortes abgedreht werden. Die Bürgerenergiewende von unten ist also in Gefahr durch eine Vielzahl neuer bürokratischer entsprechenden Regelungen, Erschwernisse, die die Investitionssicherheit wegnehmen, und das Bürgerengagement wird in diesem Lande kaputt gemacht. Und ich sage das in aller Deutlichkeit, indem es sozial diffamiert wird als das Engagement von Menschen, welche möglichst viel Geld verdienen wollen. Die Bürger, die sich hier engagiert haben, die haben ihr Geld im eigenen Lande investiert. Sie haben es nicht ins Ausland transferiert und Steuern hinterzogen. Sie haben es ins Land transferiert, damit hier vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden. Und sie haben sich engagiert, und das haben wir erst unlängst durch eine Untersuchung der Universität Lüneburg noch einmal bestätigt bekommen, in erster Linie aus Umweltgründen, aus Gründen des Atomausstiegs, aus Klimaschutzgründen, haben sie gesagt, jawohl, wir müssen selbst handeln. Sie haben gehandelt, und anstatt dass dieses Land stolz ist auf diese Bürgerschaft, wird diese Bürgerschaft diffamiert. Von daher ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Anliegen auch der großen Natur- und Umweltschutzverbände mit Bürgerinitiativen, mit dem Bundesverband Erneuerbaren Energien. Wir brauchen die Bürger, damit die Energiewende weitergeht. Wir brauchen endlich wieder verlässliche Rahmensetzungen. Wir brauchen die dezentrale Bürgerenergiewende von unten. Sie ist die Chance für uns alle. Sonnenenergie gefördert wird, und Schluss ist mit Kohle und Schluss ist mit Atom. Schön, dass ihr da seid, es geht gleich los. Ganz langsam noch.
Stopp das TTIP! Stopp das TTIP! Stopp das TTIP! Stopp das TTIP! Ich bin los. Ja. 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 Ja
deshalb muss, glaube ich, deutlicher noch als sehr klar gesagt werden, warum die Bürgerenergiewende letztendlich ausgebremst werden soll. Weil die großen Stromkonzerne natürlich sich daran nicht beteiligt haben, weil sie heute nur einen Anteil von 7% erneuerbare Energien haben. Weil sie deshalb nicht zuletzt auch von ihren Aktionären zunehmend abgestraft werden. Weil die Aktienkurse massiv nach unten gegangen sind. Und deshalb wird den Bürgern in die Schuhe geschoben, sie seien schuld an der maßlosen Verteuerung des Stroms. Schuld daran sind die Ausnahmegenehmigungen für die Industrie. Schuld daran ist die Tatsache, dass der sehr sinkende Börsenpreis den Gewinnen der entsprechenden Unternehmen dient, aber nicht an die Haushalte weitergegeben wird. Denn der Anstieg dessen, was wir insgesamt zahlen als Bürger für den Ausbau der Erneuerbaren, der ist nur minimal in den letzten 3 Jahren gestiegen. Das ist die Wahrheit. Und deswegen fordern wir, dass endlich der Bundestag tatsächlich die Bürgerenergiewende rettet. Wir appellieren die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, gleich welche Fraktion sie angehören, retten Sie die Bürgerenergiewende von unten. Beschleunigen Sie den Ausbau der Erneuerbaren und bremsen Sie ihn nicht ab durch die Deckelung. Akzeptieren wir nicht, dass inzwischen die Photovoltaikindustrie in unserem Lande am Boden liegt, auf die wir stolz sein können. Und akzeptieren wir nicht, dass die Windkraft die nächste ist, die am Boden liegen wird, wenn es uns nicht gelingt, die Weichen zu ändern. Wir brauchen keinen Deckel, wir brauchen Beschleunigung. Wir brauchen eine Beschleunigung des Atomausstieges und wir brauchen erst recht keinen weiteren Ausbau der Braunkohleenergie in Deutschland im Zeichen des Klimaschutzes. Wenn wir es ernst meinen mit der Sicherheit der Bürger, dann müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen und dann müssen wir die erneuerbaren Energien von unten beschleunigen. Wir müssen sie aber auch beschleunigen, weil die Bürgerenergie von unten die zentrale Chance für die Demokratie in unserem Lande ist. Nämlich, dass wir wieder selbst Verantwortung übernehmen, dass wir selbst ein Stück zentraler Souveränität zurückholen und dass wir über Genossenschaften vor Ort wieder lernen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu produzieren und die unsinnige Konkurrenz aufzugeben. Das ist die Chance für die Demokratie und das wäre das Exportmodell für Deutschland, statt Panzer Energiewende zu exportieren. Ich danke Ihnen.